Hallo, Klaus! Ja, Herr Doktor? Sag den Herren Primanern auf dem Fußballplatz bitte, dass sie jetzt Schluss machen sollen. Wird erledigt. Hey, los! Abseits! Hast du was gesagt? Ihr wollt aufhören, hat er vorhin mal gesagt. Nun mach schon immer, sonst müssen wir nachher deinetwegen wieder rennen. Ach, ob schnell oder langsam. Mit der Kramer brauchen wir so oder so über eine Stunde. Kateridee. Uns nach dem Fußball noch auf zur Hütte zu hetzen. Das hat etwas mit Pädagogik zu tun. Es ist darauf zu achten, bei Aufenthalten im Landschulheim den jungen Menschen zwar physisch nicht zu überfordern, aber doch so auszulasten, dass er nachts ruhig pennt und keine Schwierigkeiten macht. Es sei denn, man trifft sich abends vor dem Kamin zu einem offenen Gespräch über den Aufsatz Shakespeares Könige und große Herren oder Shakespeare und wir von Hugo von Hofmannsthal aus dem Band seiner gesammelten Werke, Erzählungen und Aufsätze. Oder kann mir einer von Ihnen sagen, was Lessing in der hamburgischen Dramaturgie über unser Stück auszusagen weiß? Ja, er sagt dort, er kenne nur eine Tragödie, an der die Liebe selbst hat arbeiten helfen, und das sei Romeo und Julia. Sehr richtig. Bitte weiter. Tu das und sag der Holden, dass sie sich bereite, mich zu schelten. Gnädiger Herr, hier ist ein Ring, den sie für euch mir gab. Eilt euch, macht fort, sonst wird es gar zu spät. Wie ist mein Mut nun wieder neu belebt? Ach so. Geh gute Nacht und hieran hängt dein Los. Entweder geh, bevor man Wachen stellt, wo nicht verkleidet in der Frühe fort. Oh, ein bisschen mehr Betonung, Hasso. Man muss ja nicht zu deutlich merken, dass es Ihnen keinen Spaß macht. Na? Verweil in Mantua. Ich forsche indessen nach deinem Diener. Und er meldet dir von Zeit zu Zeit ein gutes Glück, das hier begegnet. Gib mir deine Hand. Es ist schon spät. Fahr wohl dann. Gute Nacht. Naja, ein bisschen besser war's ja. Apropos schon spät, wir müssen Schluss machen, sonst kommen wir zu spät zum Essen. Na los, erhebt eure müden Glieder. Hans, schließen Sie die Hütte ab und legen Sie den Schlüssel an Ort und Stelle, ja? Los, komm, das gibt einen Riesenjux. Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht. Sonst färbte Mädchenröte meine Wangen. Ich schwöre, Fräulein, bei dem heiligen Mond, der silbern dieser Bäume Wipfel säumt. O, schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immer fort in seiner Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Schwören, dein Lieben sei. Ist das der neue Inszenierungsstil? Stammt der von Ihnen, Jürgen? Nein, von mir. Na toll, Max Reinhardt wäre vor Neid erblassen. Na und was würde er erst sagen, wenn er mich noch dazu im Kostüm der Julia sehen könnte? Seien Sie vorsichtig, noch habe ich nicht an eine Aufführung gedacht. Das fehlte noch. Mir macht schon keinen Spaß, die Gräfin Capulet zu lesen. Haben Sie noch nie davon gehört, dass zu Shakespeares Zeiten alle Frauenrollen von Männern gespielt wurden? Ich komme mir ausgesprochen komisch vor. Also ich verstehe das einfach nicht. Sie müssen doch zugeben, dass eine Aufführung von Schauspielerinnen gespielt entschieden echter wirkt. Ja, und warum sollen wir Frauenrollen lesen, wenn wir es doch gar nicht nötig haben? Soll ich etwa alle Frauenrollen lesen oder wie meinen Sie das? Nein, aber wir können ja mit den Mädchen vom Köstergymnasium das Stück zusammenlesen. Die kennen Sie doch. Ah, das habt ihr auch schon rausgekriegt, dass die Mädchen in Ihrem Landschulheim sind, ja? Ist doch klar, Frau Doktor. Bei unseren Verbindungen und dann bei dieser winzigen Entfernung von 2 Kilometern? Eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich werde es mir überlegen. Landschulheim Köstergymnasium. Lenz am Apparat. Guten Tag, Fräulein Lenz. Kramer. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, Sie zu besuchen. Ich habe ein Attentat auf Sie vor. Ja, ich brauche 4 Mädchen für eine Shakespeare-Lesung. Erstmal eine Lesung und später vielleicht eine Aufführung. Und ich dachte an Inge Rosen, Monika Welte, Elisabeth Schlüter und Ingrid Lutz. Ja. Was, das trauen Sie sich nicht? Wieso, das verstehe ich nicht.
Ja, Frau Kramer, Sie haben mich schon recht verstanden, aber es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte den Augenblick. Also nun seid doch mal ein bisschen ruhig. Man kann ja sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Doc. Ach, Sie sind die Eltern von Karin. Bitte nehmen Sie doch schon mal einen Augenblick Platz. Ich rufe Ihre Tochter sofort. Ja, Frau Kramer? Ja, ich habe gerade Besuch bekommen. Vielleicht können wir ein andermal ausführlicher darüber reden. Gut, auf Wiedersehen. Hey, an deiner Stelle würde ich zum Zirkus gehen. Ach, halten Sie doch mal. Ich muss noch ein paar Briefmarken kaufen. Warten Sie. Leute, mal herhören. Am Samstag ist hier ein Rummel. Großer Vergnügungspark, Autoscooter, Schießhalle, Kettenhäuser. Ja, ich habe mich vielleicht auch gesehen. Danke, sind denn Oh, die sind gar nicht so schlecht. Entschuldigung, Fräulein Lenz, könnte ich Sie einen Moment allein sprechen? Haben Sie so viel Zeit? Ja, aber sicher. Nehmen Sie doch bitte schon die Post und gehen Sie schon vor, ja? Bitte. Es dauert nicht lange, wir kommen gleich nach. Ich möchte noch mal auf unser Telefongespräch zurückkommen, das wir neulich nicht zu Ende führen konnten. Wissen Sie, es gibt für mich keine bessere Gelegenheit, als gerade hier den Shakespeare zu probieren. Zu Hause kriege ich alle so schwer unter einen Hut. Ach, planen Sie denn eine Schulaufführung? Ja, das möchte ich gern. Und Ihre Klasse könnte mir so gut dabei helfen. Abgesehen von den vier Rollen, ich denke auch an die Bühnenbilder, Figurinen und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass die Mädchen sehr viel Spaß an solchen Sachen haben. Ja, ja, zugegeben, aber könnten wir vielleicht damit warten, bis wir wieder zu Hause sind? Ungern, Fräulein Lenz. Hier habe ich viel mehr Zeit, mich um meine Akteure zu kümmern. Ja, wissen Sie, verstehen Sie bitte auch mich. Ich möchte nicht gerade das unterstützen, was meine Mädchen ohnehin unruhig macht, nämlich die Nähe ihrer Primaner. Ach, Fräulein Lenz, sind Sie da nicht zu ängstlich? Es mag sein, aber ich kenne doch all die Schliche, die angewendet werden aus meiner eigenen Schulzeit. Vielleicht, weil man sie damals zu streng gehalten hat. Seien Sie großzügig und verständnisvoll. Ihre Mädchen werden das bestimmt nicht ausnützen. Tja, das hört sich alles ganz gut an, aber ach, ich beneide Sie um Ihre Sicherheit. So weit her ist das auch nicht mit der Sicherheit. Herr Stahl, ich hätte gern 30 Briefmarken A10 und 10 A20. Jawohl. Alles nur Erfahrungssache. Glauben Sie nicht, dass bei mir immer alles glatt ging und glatt geht? Macht 5 Mark, Frau Doktor. Ja, danke. Trotzdem, versuchen Sie es mal. Seien Sie großzügig. Also, wann sollen denn die Proben beginnen? Ja, sobald wie möglich. Natürlich außerhalb der regulären Unterrichtsstunden. Oh, aber ob das meine Mädchen wollen? Wenn es um Theaterproben geht? Na und ob. Wir können Sie ja gleich mal fragen. Also gut. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass Ihre Primaner hier draußen sind. Wo bleiben die guten Vorsätze, liebe Kollegin? Inge, Monika, Gisela, kommt mal her, meine Damen. Hätten Sie Lust, ich weiß nicht, ob meine Herren Primaner Ihnen schon was erzählt haben, hätten Sie Lust, mit uns Romeo und Julia zu probieren? Ja, Sie müssten dafür allerdings Ihre Freizeit opfern. Ja, das machen wir schon, das machen wir doch nicht. Hier dieser Brief, bewährter das Wort des Mönchs. Den Liebesbund, die Zeitung ihres Todes. Auch schreibt er, dass ein armer Apotheker ihm Gift verkauft, womit er gehen wolle zu Juliens Gruft, um neben ihr zu sterben. Wo sind Sie, diese Feinde? Wo sind Sie, diese Feinde? Capulet, Montagu. Seht, welch ein Fluch auf eurem Hasse ruht. Auch ich, weil ich dem Zwiespalt nachgesehen, verlor ein paar Verwandte. Alle büßen. O Bruder Montagu, gib mir die Hand. Dies ist das Leibgebinde meiner Tochter. Leibgedinge! Dies ist das Leibgedinge meiner Tochter. Denn mehr kann ich nicht fordern. Aber ich vermag dir mehr zu geben. Denn ich will aus klarem Gold ihr Bildnis fertigen lassen. Solang Verona seinen Namen trägt, komm nie ein Bild an Wert dem Bilde nah der treuen, liebevollen Julia. Sehr gut, Hasso. Sie auch, Hans. Ihr baut mal Julias Bett auf, ja? Mhm. Immo, die Haltung ist noch nicht sehr prinzlich. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen erst mal die Hand aus der Tasche. Und jetzt unser Liebespaar, bitte. Wir machen noch mal die Abschiedsszene. Hasso, das Ding da nehmen wir als Kopfkissen, ja? Ja, ja. Ja? So, Julia legt sich hin. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall.
und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Glaub lieber, es war die Nachtigall. Romeo? Die Lerche war's, die Tagverkünderin, nicht Philomele. Sie den neidschen Streif, der dort im Osten frühe Wolken säumt. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt. Der muntre Tag erklimmt die dunstigen Höhen. Nur Eile rettet mich, Verzug ist tot. Trau mir, dies Licht ist nicht des Tages Licht. Die Sonne hauchte dieses Luftbild aus. Dein Fackelträger dieser Nacht zu sein, dir auf den Weg nach Mantua zu leuchten. Können Sie ein bisschen mehr Stimme geben, Inge? Es ist doch eine Liebesszene. Ja, schon. Aber die Zuschauer sollen sie ja auch verstehen. Und ein bisschen mehr Gefühl. Stellen Sie sich vor, Sie wären wirklich verliebt. Also drum bleibe noch? Drum bleibe noch, zu gehen ist noch nicht Mut. Lass sie mich greifen. Ja, lass sie mich töten. Ich gebe gern mich drein, wenn du es willst. Nein, jenes Grau ist nicht das Morgensauge. Es ist der Abglanz nur von Cynthias Stirn. Wir sind morgen Nachmittag unten im Dorf beim Fest. Kommt ihr auch? Die Lenz erlaubt's bestimmt nicht. Komm, lass dir was einfallen, Inge. Ich warte auf dich. Information. Hier steht nichts zur Schau. Alles, was sie haben, 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 gehen Sie an Ihrem großen Glück nicht vorbei. Sensationelle Preise, sensationelle kleine Preise. Treffer! Bravo! Darf ich mir erlauben, Frau Doktor? So, ein Esel. Danke für die Blumen. So, Kinder, jetzt reicht's mir, aber ich will ja keinen Laden aufmachen. Na, wie wär's denn, wenn Sie mal schießen würden, Frau Doktor? Ja, ja, ja. Das kann ich doch gar nicht. Ich greife das, Doktor, ich halte das so lange. Versuchen Sie es doch mal. Wenn ihr meint. Aber vorher alles in Deckung. Ich garantiere für nichts. Oh. War nicht, was? Nichts. Fahrkarte. Hm. Probieren Sie es noch mal. Natürlich, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Na, Mensch, Jürgen, sieh dir das an, die Kramer schießt. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Interessiert mich überhaupt nicht, ich habe andere Sorgen. Ich habe meine Uhr in der Hütte liegen lassen. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Willst du denn etwa jetzt noch rauf? Hat doch Zeit bis morgen. Nun sag schon, wo der Schlüssel ist. Bis ihr abhaut, bin ich längst wieder zurück. Von mir aus. Nein, danke. Der Schlüssel liegt hinter dem Stein, links am Eingang. Aber ich weiß von nichts. Ist gut. Ja. Tschüss, bis gleich. Tschüss. Hat schon Angst, du kommst? Es war gar nicht so einfach. Wollen wir los? So, meine Herren, gehen wir weiter. Mensch, wo wollen die denn hin? Die hauen ab. Naja, nicht mein Bier. Bleiben Sie einen Augenblick lang so stehen. Schauen Sie sich das hier einmal an, was hier gewonnen wird. Ja, 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 schauen Sie sich unser Schaufenster an. Ein Gewinn schöner als der andere. Hallo, schöne Dame, auch für Sie das große Los. Greifen Sie zu, noch ist alles drin. Vier Lose, nur eine Mark. Ich hab doch nie Glück. Riskieren Sie es doch mal, kostet doch nur eine Mark. Bitte sehr, ich lade Sie ein. Na dann, halten Sie das mal. Danke. Niete. Nochmal Niete. Und noch mal Niete. Ich hab doch gesagt, ich hab nie Glück. Nie Glück? Nein. Aber junge Frau, das gibt's doch gar nicht. Passen Sie auf, so macht man das. Jetzt bin ich aber gespannt. Treffer! Hauptgewinn! Ist doch nicht zu fassen! Ah, sehen Sie, was habe ich gesagt? Und hier, meine Herrschaften,
wieder ein Hauptgewinn. Treten Sie näher, schöne Frau. Meinen herzlichen Glückwunsch. Und jetzt der Hauptgewinn. Die reizende Gespielin für das gepflegte Heim. Passt auf jedes Sofa. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt mit diesem Monstrum? Aber Sie haben doch eben gehört, Frau Doktor. Passt auf jedes Sofa. Wenn Sie sich gar nicht anständig benimmt, dann wird sie verbrannt. Altindischem Ring. Das ist vorbei. Wie teuer war denn die Puppe? 20 Mark. Ziemlich viel Holz. Darunter hat es der Ausrufer nicht getan. Aber hat sich doch gelohnt. Mensch, das Gesicht von der Kammer war doch das Geld wert. Alles da? So, dann können wir hier gehen. Wo ist denn Jürgen? Der kommt sofort nach, Frau Doktor. Der holt seine Armbanduhr. Seine Armbanduhr? Wo denn? Oben in der Hütte. Er hat sie da liegen gelassen. Ohne mich zu fragen? Was fällt dem denn ein? Er kann sich auf was gefasst machen. Er soll sich bei mir melden, wenn er zurückkommt. Hallo. Ist Frau Kramer da? Nein, sie ist mit der Klasse im Dorf. Ich wusste es ja, irgendetwas wird passieren. Soll passieren? Wollen Sie mir nicht erklären? Inge Rosen ist weg. Sie hat sich unerlaubterweise entfernt. Irren Sie sich auch nicht? Aber Herr Vollmer, wäre ich denn sonst hier? Sie hat heimlich das Haus verlassen und natürlich haben die Mitschülerinnen keine Ahnung. Tut mir sehr leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Na, da werde ich mal weitersuchen müssen. Auf Wiedersehen. Eben ist Fräulein Lenz weggefahren. Inge Rosen ist verschwunden. Verschwunden? Das ist doch nicht möglich. Hat jemand von Ihnen das Mädchen gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Dann werde ich sofort Fräulein Lenz anrufen. Vielleicht können wir helfen. Und Jürgen ist auch fort. Ich ahne Schlimmes. Wundert mich nur, dass die Kramer noch nicht drauf gekommen ist. Wir waren zum Abdruck. Ich hab die beiden vorhin gesehen. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Denkst du, ich will die verpetzen? Unter Umständen können die uns alles vermiesen. Fräulein Lenzen, seien Sie doch nicht so aufgeregt. Es wird sich schon alles aufklären. Ich werde noch mal mit meinen Schülern sprechen. Vielleicht wissen sie mehr, als sie mir bisher gesagt haben. Herr Vollmer, würden Sie am Apparat bleiben? Aber selbstverständlich, sehr gern. Wusstest du nicht, dass die miteinander gehen? Nein, die bringen jeder. Die Kammer ganz schön in Druck. Ja, ja. Da kommt sie. Nun sag's ihr aber. Inge Rosen ist immer noch nicht zurück. Jürgen Storm ist ebenfalls verschwunden. Haben Sie mir irgendwas dazu zu sagen? Romy und Julia auf der Flucht, würde ich sagen. Ich habe die beiden vorhin auf dem Festplatz gesehen. Hat Jürgen irgendwas gesagt? Nein, ich habe die beiden nur gesehen. Die sind auf der Hütte. Auf der Olm, da gibt's Kassin. Auf der Hütte? Ja. Und Sie, meine Herren, haben das gewusst und finden das auch in Ordnung, ja? Ich finde das nicht sehr nett von Ihnen. Sie haben doch gewusst, dass ich Fräulein Lenz überredet habe, Ihre Schülerinnen mit Ihnen Theater spielen zu lassen. Ich muss sagen, das ist kein großer Vertrauensbeweis mir gegenüber. Ich muss mir ernstlich überlegen, ob ich nicht doch andere Seiten aufziehen muss. Das ist unsere Schuld. Peters, holen Sie den Schlüssel für die Schranke. Wollen wir nicht doch lieber umkehren? Nun, fang damit nicht schon wieder an. Wenn die Lenz merkt, dass ich nicht da bin? Ich denke, die kann nichts merken. Vorhin hast du noch gesagt, sie hat Besuch. Der jetzt vielleicht schon weg ist. Und was dann? Die wird wahnsinnig, wenn sie feststellt, dass ich nicht da bin. Du hast sie doch kennengelernt. Folg meinem Rat. Vergiss an sie zu denken. Shakespeare. Romy und Julia.
Was machen wir nun? Abwarten. Guten Tag, Frau Doktor. Ich wollte Ihnen beim Suchen Ihrer Uhr behilflich sein, aber ich sehe, Sie haben sie bereits gefunden. Übrigens, Herr Storm, hatten Sie die Erlaubnis, sich zu entfernen? Nein. Und Sie, Fräulein Rosen? Nein. Warum haben Sie es dann getan? Inge und ich, wir kennen uns schon so lange und da habe ich gedacht... Ich würde sagen, Sie haben eben nichts gedacht. Steigen Sie ein. Nein, nein, Inge, Sie kommen nach vorn zu mir. Bitte? Für alle Mal, Inge und Jürgen. Was Sie zu Hause, außerhalb der Schule machen, ist mir egal. Ist ja auch nichts dabei, wenn ein Junge ein Mädchen jammert. Aber hier innerhalb des Landschulheims habe ich für euch die Verantwortung. Und ich darf Privatausflüge dieser Art nicht dulden. Denken Sie nicht, Jürgen, dass ich mich nicht auch ärgere über diesen alten Zopf in der Schulordnung, wonach Schüler sich nur auf Rufweite entfernen dürfen. Ich halte das auch für längst überholt. Aber ich sitze nicht im Unterrichtsministerium und ich kann daher diese Verordnung leider nicht ändern. Wie alt sind Sie, Inge? 18. Wollen Sie auch im nächsten Jahr Ihr Abitur machen? Ja. Anschließend wollen Sie beide studieren, nicht? Ja, Jürgen will Rechtsanwalt werden. Ja, ich weiß. Und ein Studium dauert wie lange? Insgesamt 6 Jahre. Und Sie, Inge? Innenarchitektin. 2 schöne Berufe. Da verstehe ich erst recht nicht, dass Sie die so einfach aufs Spiel setzen. Aufs Spiel setzen? Wieso? Ach, darüber haben Sie auch nicht nachgedacht, dass so ein Ausflug den Ausschluss aus der Schule nach sich ziehen kann, ne? Wollen Sie wirklich? Also, was ich tun werde, steht nicht zur Debatte. Jetzt müssen wir erstmal zu Fräulein Lenz. Die sucht sie nämlich schon seit Stunden. Ich hatte auch schon ein langes Gespräch mit Inge. Es ist ihr furchtbar unangenehm, dass sie uns Schwierigkeiten gemacht hat. Wollen Sie Meldung machen? Nein, das nicht. Ah, das ist nett. Ich bin überzeugt, Ihre Schülerinnen werden Ihnen das danken. Und Sie werden von jetzt an weniger Schwierigkeiten mit Ihrer Klasse haben. Es würde mich freuen. Übrigens, wie soll es denn jetzt mit den Proben weitergehen? Ich werde erstmal alles abblasen. Och, das ist aber eigentlich schade. Unsere Schauspieler waren ja beinahe bühnenreif. Na ja, finden Sie? Unsere Zeit hier ist sowieso in ein paar Tagen vorbei. Da will ich die Bande erstmal in dem Glauben lassen, dass sie sich alles verscherzt haben. Einverstanden? Einverstanden. Zwei Häuser, beide von gleich edlem Blut, beid in Verona, wohin wir uns wenden, entfachen neu des alten Haders Glut, drin Bürgerblut, ach, floss von Bürgerhänden. Zum Todesziel der Liebe Leidensgang, der Eltern starren Groll, den keine Sühne, den einzig nur der Kinder Tod bezwang. Das zeigt euch in 2 Stunden unsere Bühne. Gern werden wir, wollt ihr Gehör uns geben, verfehltes zu verbessern uns bestreben.